Mecklenburg-Vorpommern ist mein Land zum Leben, weil ich hier täglich Menschen treffe mit Ideen und mit Verstand, die alles tun, um dieses Land weiter voranzubringen. Weil ich hier eine Liste von Freunden und Mitarbeitern habe, die ich morgens um 3 anrufen kann und die dann zu mir stehen und die kommen. Uns gefällt es hier in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist einfach ein Land zum Leben, weil es hier viel zu feiern gibt und wir mit unserer Musik immer präsent sind. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Natur und ohne Wasser zu leben. Wenn der Sommer vor der Tür steht, dann wüsste ich in der Großstadt gar nicht, was ich tue, weil Sommer ist gleichzusetzen mit Zeit am Strand. Also ich habe hier an der Designhochschule die Möglichkeit, an einem sehr umfangreichen Studium zu wachsen und entwickle mich jeden Tag an den mir gestellten Aufgaben weiter. Und als ich vor 2 Jahren hergekommen bin, wurde ich von allen Leuten hier herzlich begrüßt und fühle mich heute hier sehr wohl. Und wir freuen uns, dass wir unsere Bewohner hier lange betreuen können, dass sie hier alt werden können. Weil hier so sympathische Menschen sind, weil hier es noch viel aufzubauen gibt, aber weil man hier eben auch viele Möglichkeiten hat, etwas aufzubauen. MV ist unser Land zu leben, weil wir hier Deutscher Meister werden. Wir haben entsprechende Rahmenbedingungen der Politik, die uns unterstützen. Wir haben die Forschung vor Ort, wir haben die Bauern und die Flächen vor Ort. Und weil es eine tolle Natur hier gibt, tolle Menschen hier gibt, ist Mecklenburg-Vorpommern mein Land zum Leben. Alles in allem ist Mecklenburg-Vorpommern mein Land, in dem ich gerne arbeite und in dem ich auch gerne lebe. Und habe jetzt auch vorerst nicht vor, hier wegzugehen. Und Mecklenburg-Vorpommern ist mein Land zum Leben, weil ich hier meinem Hobby, dem Schwimmen, nachgehen kann, viel Spaß habe und im Sommer an der Ostsee den Menschen das Leben retten kann. Eine wunderschöne Region, die traditionsverbunden ist, die geschichtsträchtig ist und die für den Tourismus voll ausgebildet ist. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Leben, ist mein Land zum Leben, weil man sich hier engagieren kann und sich einbringen kann. Und uns mittlerweile die Leute aus China anfragen. Wir haben Anfragen aus dem Roten Meer, aus Skandinavien und sind stolz darauf, hier als Rostocker unsere Fahnen international vertreten zu können. Ich fühle mich hier einfach super wohl. Man kann sehr viel unternehmen. Ich habe hier sehr schnell viele Freunde gefunden und deshalb ist MV mein Land zum Studieren und Arbeiten. Ich war lange Jahre weg, doch jetzt freue ich mich, wieder zurück zu sein in Strelitz, hier in Mecklenburg-Vorpommern leben und forschen zu können. Mecklenburg-Vorpommern ist mein Land zum Leben, weil es hier Städte wie Stralsund oder auch Wismar gibt, die aufgrund ihrer Schönheit und ihrer architektonischen Schätze zum UNESCO-Welterbe der Menschheit zählen. Wenn ich von der Produktion komme oder so, der erste Weg ist eigentlich gleich zum Strand und einfach mal die Seele baumeln lassen und auftanken. Ich wohne gerne in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe hier in Rostock meinen Mann kennengelernt. Unsere Kinder sind hier groß geworden. Ich konnte mich hier beruflich realisieren und ich bin hier schon ein bisschen angewachsen, kann man so sagen. Wir waren ein grenznaher Ort und mit der Grenzöffnung haben sich für uns sehr viele Chancen eröffnet. Und eine große Chance für uns ist die Eröffnung des Schlosses Bodmer. Mecklenburg-Vorpommern ist unser Land zum Leben und Studieren, weil wir hier mit tollen Leuten unsere Ziele erreichen. Und mehr. Wir kommen von der Nordsee und sind hier an die Ostsee gezogen und es ist schon ein Geschenk, so arbeiten zu dürfen. Und Mecklenburg-Vorpommern ist für mich das Land zum Leben, weil ich die Produkte des Meeres und des Landes sehr, sehr schätze und die langen Spaziergänge an der Ostseeküste, ja, der Ausgleich für meine Arbeit ist im Anschluss. Mecklenburg-Vorpommern liegt mir besonders am Herzen, weil es einfach meine Heimat ist und weil ich hier eben auch aufgewachsen und geboren bin und die Menschen kenne. Ich lebe gerne in Mecklenburg-Vorpommern, weil es ein Land zum Leben ist mit vielen Gewässern und ich in diesem Land meinen Beruf sehr gut ausüben kann. Hallo, wir sind Teilnehmer des Fotokurses der Fotoschule Zingst, weil MV das Land zum Fotografieren ist. Weil es vor allem bei den meisten Sonnenstunden am meisten Spaß macht. Weil es hier die besten Motive zum Fotografieren gibt. Weil es die sauberste Luft gibt zudem und die schönsten Strände. Weil ich mich hier super erholen kann. Greifswald ist eine schöne Stadt, nicht nur zum Studieren, aber auch um das Studentenleben zu genießen. Man kann viel Fahrrad fahren, am Fluss entlang joggen oder auch am Museumshafen grillen. Und ich habe das große Glück,
mein Hobby und mein Beruf miteinander zu vereinen, weil ich bin sehr, sehr naturinteressiert, mache meine Arbeit als Ranger unheimlich gerne. Ich brauche das persönlich, wie viele Menschen, die hier leben, auch. Ich brauche also Wasser, Wind, Sonne, Strand und Möwengekreische.